Lösung linearer Gleichungen mit dem Taschenrechner. Mit der Lösung linearer Gleichungen haben nicht nur Schüler, sondern auch Erwachsene oft Probleme. Ich entwickle im Video ein Verfahren, mit dem man ohne großen Aufwand mit minimalen Kenntnissen selbst anspruchsvollere Aufgaben lösen kann. Zu jeder linearen Gleichung mit einer Variablen kann er gerade im Koordinatenkreuz gezeichnet werden, von der wir den Schnittpunkt mit der x-Achse suchen. Dazu schauen wir uns die Gerade im Bild an. Um eine möglichst einfache Lösungsformel zu entwickeln, gehe ich von den Punkten P0, 0, y0 und P1, 1, y1 aus. Die Gerade schneidet die x-Achse im Punkt S, xs, 0, wobei der Wert xs die gesuchte Lösung der linearen Gleichung ist. Die Steigung ergibt sich, indem man im Steigungsdreieck, das ist hier rot gekennzeichnet, die Höhendifferenz durch die Seitendifferenz dividiert. Wir erhalten m gleich y1 minus y0 durch 1 oder kurz y1 minus y0. Da die Gerade die y-Achse bei y0 schneidet, ergibt sich für b gleich y0. Wir setzen die Werte von m und b in die allgemeine Form einer Geradengleichung ein und erhalten y gleich y1 minus y0 in Klammern mal x plus y0. Als nächstes wollen wir xs bestimmen. Für den Schnittpunkt ist ja y0. Wenn wir hier 0 einsetzen, erhalten wir 0 gleich y1 minus y0 mal xs plus y0. Wir subtrahieren diesen Ausdruck und erhalten minus in Klammern y1 minus y0 mal xs gleich y0 und dividieren anschließend durch die negative Klammer. Xs gleich y0 durch minus in Klammern y1 minus y0. Nun multiplizieren wir minus in die Klammer ein und bekommen für xs gleich y0 durch y0 minus y1 die Lösungsformel. Im ersten Beispiel wird nun gezeigt, wie man die Lösungsformel mithilfe einer Tabelle einsetzt. Den linken Term habe ich gelb gekennzeichnet, den rechten rot. Wir setzen zunächst in den linken und rechten Term für x den Wert 0 und erhalten 8 mal in Klammern 3 mal 0 minus 2, 3 mal 0 ist 0, minus 2 ist minus 2, mal 8 sind minus 16, 2 mal in Klammern 10 mal 0 plus 4, Klammer zu, plus 2 mal 0, 10 mal 0 ist 0, plus 4 ist 4, mal 2 sind 8, plus 0 bleibt 8. Die Differenz ergibt sich minus 16, minus 8, minus 24. Diesen Wert nennen wir y1. Im zweiten Fall setzen wir für x den Wert 1 ein und erhalten 8 mal in Klammern 3 mal 1 minus 2, 3 mal 1 sind 3, minus 2 1, mal 8 bleibt 8. 2 mal 10 mal 1 plus 4, Klammer zu, plus 2 mal 1, 10 mal 1 sind 10, plus 4 sind 14, mal 2 28, plus 2 30. Differenz ergibt sich 8 minus 30, 22. Diesen Wert nennen wir y1. Nun setzen wir die Werte von y0 und y1 in die Lösungsformel ein. Dann ergibt sich minus 24 durch minus 24 plus 22. Minus 24 durch minus 2. Minus durch minus gibt plus. 24 durch 2, 12. Zweites Beispiel. 3 mal in Klammern 2x minus 1 minus 4 mal in Klammern 5x minus 2 gleich minus 2 mal in Klammern 10x plus 1 minus 5. Die Lösung ist x gleich minus 2. Wir setzen zunächst wieder 0 in den linken Term ein. 3 mal in Klammern 2 mal 0 minus 1 minus 4 mal in Klammern 5 mal 0 minus 2 ergibt 5. In den rechten Term 0 angesetzt ergibt minus 2 mal in Klammern 10 mal 0 plus 1 minus 5 ergibt minus 7. Die Differenz 5 minus minus 7, also 5 plus 7 gleich 12 ist y0. Anschließend setzen wir 1 ein. 3 mal in Klammern 2 mal 1 minus 1 minus 4 mal in Klammern 5 mal 1 minus 2 ergibt minus 9. In den rechten Term angesetzt
minus 2 mal, in Klammern 10 mal 1, plus 1 minus 5 gleich minus 27. Minus 9 plus 27 gleich 18 ist y 1. Eingesetzt, 12 durch 12 minus 18 gibt minus 2. Selbst Aufgaben, die Quadrate enthalten, die sind ja eigentlich quadratische Gleichungen, aber wobei die quadratischen Elemente sich aufheben, kann man mit diesem Verfahren lösen. In den linken Term setzen wir zunächst 0 ein, links und rechts, und dann wieder 1. Wir erhalten 3,5 mal, in Klammern 4,5 mal 0, minus 4 mal 7 plus 2 mal 0, Klammer zu, minus 45 plus 12,4 mal 0 plus 3 mal 0 Quadrat gleich minus 192. 2 mal 0 Quadrat plus 4 mal 0 plus 0 Quadrat minus 56 ist minus 56. Die Differenz minus 192 plus 56 ergibt minus 136 für y0. Anschließend setzen wir 1 für x in den linken und rechten Term ein. Links ergibt sich minus 153,85 und rechts minus 49. Minus 153,85 plus 49 ergibt minus 104,85 für y1. Die Werte in die Lösungsformel eingesetzt ergibt 4,36597108 für xs. Vierte Aufgabe. Selbst Bruchgleichungen lassen sich mit diesem Verfahren lösen. Ich zeige das mal an einem einfachen Beispiel. X Drittel plus x halbe gleich 2 Drittel x plus 2. Die Lösung wäre x gleich 12. Zunächst setzen wir wieder in den linken Term 0 ein. 0 durch 3 plus 0 durch 2 ist 0. Und in den rechten Term auch. 2 mal 0 durch 3 ist 0 plus 2 macht 2. Differenz 0 minus 2 ist minus 2 für y0. Nun setzen wir 1 in den linken Term ein, dann haben wir 1 Drittel plus 1 Halb ist 5 Sechstel. Und in den rechten Term 1 angesetzt ist 2 Drittel plus 2 ist 8 Drittel. 5 Drittel minus 8 Drittel sind minus 11 Sechstel für y1. Ys ist y0 durch y0 minus y1, also minus 2 durch minus 2 plus 11 Sechstel. Minus 2 ist aber minus 12 Sechstel plus 11 Sechstel ist minus 1 Sechstel und das ergibt 12. Hier kann man natürlich auch mit Dezimalzahlen rechnen. 1 Drittel ist 0,333 plus 0,5. Funktioniert mit dem Taschenrechner auch, dass dann 12 rauskommt. In der fünften Aufgabe geht es um eine Gleichung, in der hier die zweite binomische und dritte binomische Formel vorkommt. Aber selbst auch solche Aufgaben lassen sich mit unserem Lösungsverfahren bestimmen. Wir setzen zunächst in den linken Term 0 ein und erhalten 7 plus in Klammern 0 minus 3 zum Quadrat plus 0,11 gleich 16,11. In den rechten Term 0 eingesetzt ergibt 0 minus 2 mal 0 plus 2 minus 2 minus 6. Die Differenz 16,11 plus 6 ergibt 22,11 für y0. Wenn ich 1 ansetze, erhalte ich im linken Term den Wert 11,11, im rechten Term minus 5. Differenz 11,11 plus 5 gleich 16,11 für y1. In die Lösungsformel eingesetzt erhalten wir xs gleich 3,685. Dass diese Aufgabe keineswegs so trivial ist, zeigen die grafischen Darstellungen. Der blaue Graph ist die linke Funktion und der rote die rechte Funktion. Die türkis gefärbte Gerade ergibt sich als Differenzfunktion, nämlich f von x minus g von x. Wir sehen, diese Gerade schneidet den Punkt genau an dieser Stelle, der mit dem Schnittpunkt der Parabeln übereinstimmt. Allgemein müssen wir aber einschränken, dass wir keine quadratischen Gleichungen im eigentlichen Sinne mit diesem Lösungsverfahren lösen können. Zum Schluss zeige ich noch einen Auszug aus meinem Video Lineare Gleichungen und wir wenden dieses Verfahren nochmal auf die Aufgabe Nummer 7 an. Gleich, Klammer auf, 5 mal, Klammer auf, 3 mal. Jetzt ist ja in der Speicherzelle A2 der Wert 0, also mal A2 minus 1, Klammer zu, minus 60, wieder die Klammer zu,
geteilt durch 4. Der rechte Term ist nur 10. Jetzt markiere ich das, ziehe nach unten und bearbeiten, ausfüllen unten und habe dann das Ergebnis 7. Wir vergleichen das nochmal mit dem Video. Wir sehen auch hier, das wäre klassisch gelöst, was man auf jeden Fall natürlich auch können sollte. Und das wäre nochmal mit unserer Kurzmethode gelöst. Danke fürs Zuschauen.